Jo, wir sind wieder bei Kingdom Hearts, Birth by Sleep. Beim letzten Mal waren wir im Palast der Träume, haben uns dort, ja, der Geschichte vorgenommen und wollen nun noch eben die letzten beiden Truhen suchen. Ich meine, es waren zwei. Ich guck gleich nochmal. Bin direkt mal hier hingegangen, weil ich meine, irgendwo hier müssen die wahrscheinlich sein. So, Palast der Träume, die Charaktere. Da-da-da-da-dam. Unversehrten Orchestrator. Schauen wir mal. Also. Donnerwetter haben wir, glaube ich, hier im Haus bekommen. Die Umgehungskarte haben wir da hinten im Schlosshof bekommen. So, den Delin kann ich direkt ausmachen. Und ich glaube, den zu Malefiz mache ich auch. Ja. Vielleicht probieren wir den gleich mal kurz aus. So, ah ja, und eine neue Waffe haben wir bekommen. Ist auch eher Magie. Nee. Ich will meinen Angriff behalten, der ist gut. So. Nein. Ich bin na. Auf den falschen Charakter gegangen. Das dauert schon wieder so ewig. So, kann ich? Ne, ich habe nicht genug. Dann brauchen wir eben mal schnell ein bisschen was von den Gegnern. So. Jetzt können wir zum Malefiz aufbauen. Mal gucken, was sie so drauf hat. Auf jeden Fall Magie, wie es aussieht. Okay. So, einmal gute Nacht für alle. Das ist eine interessante Attacke. Level 9 und Magie gestiegen. Ah, okay, ich kann mir wirklich aussuchen, wo das hingeht. Ah, und da war das Level up. Sparfokus. Okay. Ich bin echt mal gespannt, was sie dann hatte, wenn sie auf der höchsten Stufe ist. Oh, sie hat jetzt auf jeden Fall schon mal Feuerer. So, und Zieldonner wieder. Ja, der jetzt einfach stärker ist und mehr Reichweite hat. So, also da war der Donnerschlag. So, hier ist sonst nichts. Da hinten ist nichts. Das heißt, wir müssen hier lang weiter. Hab ich hier irgendwo was übersehen? Waren hier Truhen? Nee, hier sind auch keine Truhen. Das heißt, ich muss die alle im Schlosshof irgendwo übersehen haben. Wo wir gerade hier sind. Können wir so ein kleines bisschen hier nochmal kämpfen. Ah, Moment, da haben wir Dealing. So. Okay, für Malefiz muss ich nach oben drücken. Und da haben wir den zweites. Das zweite. Level up. Absorbieren. Okay. Komm ich. Oh, ich habe Vita bekommen gerade. Cool. Noch eins? Ich möchte gerne das Abschlusskommando komplett sehen. Ich muss dafür Drachen, oder? Achso, halten. Wow! Das sah schick aus. Ja, doch. Das ist direkt ziemlich mächtiger D-Link, den ich da plötzlich mal zusammengebaut habe. So, aber ich beende ihn jetzt erstmal. Ich wollte jetzt auch nicht ewig hier kämpfen. Ich wollte nur so ein bisschen ausprobieren, um zu gucken, was da so bei rumkommt. Was haben wir jetzt? Achso, Asphatalis. Dann lassen wir das eben noch einmal auslaufen und dann gehen wir weiter und suchen jetzt mal die nächsten Truhen. Stufe 10. Ach, komm schon. Das geht ja zum Glück nicht schnell oder so. So. Also hier waren nochmal keine Truhen. Also bis auf dem Schlossplatz die letzten beiden da sein. Oh, stimmt. Wir haben noch einen neuen Platz zu bekommen. Dann packe ich da mal noch ein Eis hin und Blitz. Jo. Ah ja, Moment. Und den Schallschatten kann ich jetzt auswechseln. Nee, kann ich nicht, weil er bis Level 5 geht.
So. Wo habe ich jetzt eine Truhe übersehen? Oder zwei, besser gesagt. Hier kann man auch nirgends raus. Da haben wir die Karte, glaube ich, bekommen. Hinter einem Baum oder so. Wobei, ich hätte eine Idee, wo ich was übersehen habe. Hier oben nämlich. Wir haben ja direkt, ja, genau. Wir haben ja direkt geholfen und deswegen konnten wir uns hier die Truhe noch gar nicht holen. Oder zumindest die eine da. Ne, hier ist auch sonst nichts. Mal sehen, das war jetzt... Welche Truhe? Neue Treffer. Achso, für Malefiz, Ziel, Donner und Drache. Schatzliste. Das war die erste von den beiden. Ist hier unten noch irgendwo was, was ich übersehen habe? Ne, die habe ich. Dann müsste die letzte eventuell sogar drinne sein. Eventuell auf diesem Gang hier. Weil da konnte ich ja auch nichts holen. Nee. Eine Treppenhalle? Hab ich in der Halle irgendwo was übersehen? Auch nicht. Wo habe ich da noch eine Truhe übersehen? Ich fühle mich gerade ein bisschen blind. Kann ich da oben in den Ballsaal eigentlich rein? Ja, kann ich. Vielleicht habe ich hier eine übersehen dann. Da ist das Teil schon mal. Nee. Kann ich da? Nee, da kann ich auch nicht. Vielleicht da oben. Ich hab noch Möglichkeiten. Ich finde die schon. Runter. Hier runter. Gang. So manche Bezeichnungen, ja, wie gesagt, da kommen wir noch nicht dran. Kämpfen müssen wir jetzt auch gerade nicht. Ich glaube, wir sind schon mehr als stark genug. So, wieder zurück in den Ballsaal. Lass die Truhe einfach bitte hier oben sein. Yes! Gut, damit hätten wir auch alles hier geholt. Dann können wir verschwinden. Ab auf die Weltkarte und auf zu Schneewittchen. So, einmal darüber. Dann könnten wir eventuell sogar Venetas hier treffen, oder? Das könnte gut sein. Spirit of the Mirror. Come from the farthest space. Through wind and darkness, I summon thee. Speak! Show me thy face. What wouldst thou know, my queen? Magic mirror on the wall. Who is the fairest one of all? Famed is thy beauty, Majesty, but hold, a lovely maid I see. Alas, she is more fair than thee. Alas for her. Reveal her name. Lips red as the rose, hair black as ebony, skin white as snow. Oh, Snow White. A mirror that knows and sees everything. How about that? The heart of Snow White doth shine bright. Beware, my queen. A heart of light. Another one? Wait. What if Master Xehanort is here? Who goes there? My name is Terra. I'm looking for a man named Xehanort. Master Xehanort. I thought maybe you might have seen him.
That name is of no consequence to me. Wait. Ah, yes. I have a task for you. If you succeed, I will ask the mirror where you might find this Master Xehanort. And the mirror will know? Do you dare to question me? What is the task? There is a young maid who resides in this castle. Her name is Snow White. Kill her. And to make sure you do not fail, bring back her heart in this. Her heart? I don't understand. You're after the Hearts of Light too? What I demand is her life. I've had more than enough of her light. What did this maiden do to you? That is no concern of yours. Now, heed my words. My radiance is all the light this kingdom needs. Where can I find her? Outside the castle. There is a glade of wildflowers. You are dismissed. Go now and seek her there. A Heart of Light. This Snow White is my best chance right now. Maybe she will lead me closer to Master Xehanort. But what if I... No, I won't let that happen. Auch interessant, dass Terra jetzt quasi den Jäger spielen soll, der Schneewittchen töten muss. Dwarf Woodlands, der Zwergenwald. Interessant, interessant. Dementsprechend ist Terra hier wieder mal der Erste. Jo. Danach kam Ventus. Und dann Aqua. Ach, das ist schön, wenn es jetzt immer so zusammenfügt und dann man immer weiterkommt. So, dann dürfen wir jetzt wieder hier jeden Gegner töten. Habe ich den Konterstoß eigentlich reingepackt? Ich weiß es gerade nicht. So, ich wollte Aqua trainieren. Für alle Fälle, wenn ich mal gute Heilungen brauche. Und ich glaube, sie hat Heilungen. Und bei ihrer weiß ich gerade nicht, was in ihrem Link passiert. Und die Gegner geben ja auch wirklich gar nichts an D-Link-Sachen hier wieder. Oh, sie hat sogar direkt einen Vitra von Anfang an. Das finde ich gut. Gegner? Da. Oh, direkt schon das Level up. Magie-Deflektor. Finde ich gut. So. Hier haben wir nochmal ein bisschen D-Link. Ein bisschen ist gut. Es wird gut was aufgefüllt. Das ist wahrscheinlich ein Gegner. Sah man daran, glaube ich, dass er nicht ganz am Rand stand, sondern etwas weiter in der Mitte. Ja, gerade noch bekommen. So. Dann schauen wir uns erstmal hier unten noch ein bisschen um. Ich kämpfe Feuer mit Feuer. Au. Ui, schon Blitz da. Wenn ich das gerade richtig sehe, sind die Abschlusskommandos einfach nur die normalen Abschlusskommandos, die die Charaktere auch haben, oder? Naja, verdammt. Das war ein Sekündchen zu spät. So, dann gib mir hier nochmal ein bisschen Blau. Praktisch, dass sie Feuer hat. Ich glaube, selbst hätte ich jetzt kein Feuer gehabt. Mal gucken, ob wir hier oben irgendwie nochmal was finden.
Das war praktisch. Aber... ja, auch nichts weiter. Ach, verdammt. Schon wieder. Da ist diesmal kein Sticker. Feuersalve haben wir jetzt auch noch gelernt. Okay. Und... ah, mein D-Link ist eh jetzt gerade ausgelaufen. Na gut, dann füllen wir da einfach gleich wieder auf. Du bist auch ein Fake. Immerhin haben wir Aqua schon mal ein Level abgeben können. So, alle mal stehen bleiben. Ja, doch. Praktisch. Das ist Stopper, manchmal. So. Hier nochmal was. Ein Heiltrank. So. Mach du dich mal blau. Heilung brauche ich gerade nicht. So. Dann da noch einmal ein bisschen D-Link. Park habe ich immer verzweifelt nach Heilung gesucht. Und hier verzweifelt nach D-Link. Nein, 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 nicht runterfallen jetzt. Ach, wir haben wieder Diamantenstaub. Okay. Wieso auch nicht? Oh, sollte da vielleicht nicht in der Nähe... au! Okay, die Explosion war ein bisschen stärker, als ich erwartet hätte. So, jetzt haben wir wieder alles voll. Wir haben wieder ein paar Sachen hier. Eis haben wir jetzt auch wieder fertig. Wow, eine Menge Vitas. Gut, dann kann ich das wieder rausnehmen und dafür irgendwas fusionieren. Nein. Nämlich, ich habe ja jetzt auch zwei Vitas. Dann machen wir doch mal erstmal direkt als allererstes ein Vitra. Und packen da nochmal das rein. Heilkunde. Nee, das war nicht das, was ich haben wollte. Ein Schwertfall können wir mit einem von den Eisdingern fusionieren. Dann gib mir mal noch einen Kraftkristall drauf. Kriegen wir Immunität. Immunität direkt zu Start ist schon mal sehr gut. Betäubungsklinge können wir mit Blitzfusion, obwohl es noch nicht fertig ist. Okay. Nehme ich da noch einen Freudenkristall für Charmeur. Haben wir Blitzra. Dann geben wir uns mal eben ein anderes Multifokus-Kommando. Nehme ich die... ja, nehmen wir mal Feuersalve. Und dann habe ich anscheinend noch irgendwo war anders, das Neues. Achso, ja stimmt, ich habe ja neue Sachen gerade gemacht. Derp, derp. So, dann kommt das mal rein. Und das. Nehme ich direkt mal das Vitra für Heilkunde. So, damit haben wir jetzt wieder ein paar neue Fähigkeiten. Einmal den Charmeur für das Anziehen. Heilkunde war für Heil-Items. Genau das, was ich eben nicht wollte. Und genau, Immunität direkt von Anfang an, finde ich super. So, neue Spielstatistik, Treffer für... achso, Aquas Abschlussangriff. Unversierten Schatzspinner. So, wie viel Schätze... ja doch, wir haben ja schon mal die ersten 4 und 9 fehlen noch. Und hier sind es 2. Na dann, gehen wir weiter. So ein bisschen geht ja heute noch. Brauche ich gerade nicht. Da kann er sicher auch wieder mal ein paar Truhen hier drin bekommen. Wenn ich den hier aktiviere, oder? Das war der da. Okay. Ist hier noch irgendwas? Kann ich nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin echt viel zu stark. Dabei habe ich jetzt nicht irgendwie mal groß gelevelt. Ich habe auch noch nichts offscreen gemacht bisher. Nur das, was ihr hier gesehen habt, alles. Kann ich den anderen mal anschlagen? Meine Güte, macht das Schaden. Ich wollte die Heilung. Ja, wobei, ich bin eh voll, merke ich gerade. So, da geht wahrscheinlich jetzt gleich die Tür auf. Und das war ja das, wo ich, glaube ich, zweimal laufen musste. Von daher schnell hier. Hier und schnell da oben durch. Genau. Das war zumindest bei Aqua so, dass man hier etwas schneller sein musste. Oh, Giftklinge. Und Feuer. Ah!
Nein, ich... Okay, einer ist hier unten gelandet. Nussige Nuss. Na, was ist eine Nuss denn sonst, wenn nicht nussig? Ja, doch. Ah, fast hätte ich ihn besiegt. Okay, dann können wir jetzt nochmal den ganzen Weg da hinten zurücklaufen. Und gucken, ob wir da noch irgendwie was finden. So, hier unten haben wir sonst nichts. Okay. Na, aber ich würde sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich stelle mich mal eben hier hin. Machen wir die noch kaputt, weil die keiner mag. So, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.